Am Montag fanden sich besondere Gäste im Zeppelin XXXL Restaurant in den Schweriner Höfen ein. Seit dem 25. November wandern dort von jedem verkauften Burger 50 Cent in eine Sammelbüchse. Mit dem gesammelten Geld erhalten, organisiert von den Schweriner Kindertafeln, Kinder, die es sich sonst nicht leisten können, ein leckeres Essen. Jeder Kunde tut damit in der Vorweihnachtszeit etwas Gutes. Dieses Mal durften die Kindertafeln aus der Hegelstraße einladen. Jeden Tag werden dort knapp 50 Kinder versorgt, längst nicht nur mit einer Mahlzeit. Ja, wir bekommen von den Kaufhallen Obst, Gemüse, Kuchen für die Kinder und daraus tun wir denen zum Mittag was kochen. Dann tun wir auch viel basteln mit denen, also beschäftigen, Spiele machen. Die Aktion läuft noch bis kurz vor Weihnachten, sodass noch weit mehr Kinder diese besondere Mahlzeit genießen dürfen. An Heiligabend wird es darüber hinaus das schon traditionelle Gratisessen für Bedürftige im Traditionsrestaurant Stadtkrug geben, ebenfalls in Zusammenarbeit mit den Tafeln.